Hallo, liebe App-Gefahren-Nutzer. Wir sind hier in Avid Studio, einem neuen Filmschnittprogramm für das iPad. Avid Studio lässt sich im Gegensatz zu Apples iMovie auch auf dem iPad der ersten Generation installieren, kostet ebenfalls 3,99 € und ist daher auf jeden Fall mal einen Blick wert. Wir haben gerade schon mal 5 Minuten so ein bisschen rumgespielt und machen jetzt mal unseren zweiten Versuch, und zwar mit einem Album oder einem Filmchen, das auf den Titel Long Beach hört. Ich will euch einfach ganz einfach mal so ein paar Eindrücke zeigen. Ich habe hier so einen kleinen Film aus Long Beach. Fügt ihr jetzt einfach mal hier in dieses Storyboard ein. Es geht einfach alles per Drag and Drop. Will aber vorher als Einstieg so ein kleines Bildchen haben mit einem Titel. Das ist hier alles gar kein Problem. Das nehmen wir mal hier schön aus dem Hotel geschossen, setzt man einfach davor, per Drag and Drop wieder, gar kein Thema. Und da kann man jetzt noch so einen Titel hinzufügen, da gibt es sogar ein paar bewegte. Da kann man sich jetzt hier so eine Vorschau anzeigen lassen, oder auch nicht. Ne, da nicht. Aber wir nehmen einfach mal hier so eine weiße Schrift und fügen die ein, wieder einfach draufziehen. Und jetzt können wir hier unseren Text platzieren. Long Beach. Fertig. Und das Ganze könnten wir jetzt einfach schon als kleine Vorschau machen. Eine präzise und flüssige Vorschau steht dabei, erfordert, dass wir das vorher rendern. Das ist jetzt alles ohne Rendern. Wir können auch Übergänge hinzufügen, die in dieser Vorschau noch nicht ganz so gut funktionieren, aber ich nehme mal an, wenn wir das dann gerendert haben, dass dann korrekt dargestellt wird. So, und dann kann man auch auf die Musikbibliothek zugreifen. Musik, 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 hier. Und dann nehmen wir einfach mal, wenn ich hier Kelly Clarkson habe ich, und fügen das einfach hier ein. Das Tolle ist, da kann man, wie gesagt, 3 verschiedene Tonspuren machen. Man könnte jetzt auch noch was aufnehmen. Man kann alle Fotos importieren, man kann alle Videos importieren, die auf dem Gerät drauf sind. Man kann über das Camera Connection Kit natürlich auch Dateien importieren. Und ich würde vorschlagen, wir lassen das einfach mal kurz rendern als Videodatei. Ich mache einfach mal klein und dann schauen wir mal, wie lange das dauert. Es wird wahrscheinlich ein paar Momente dauern, das Video ist ungefähr so 1,20 lang. So. Das Video ist jetzt komplett erstellt und wir finden es jetzt in unserer Fotos-App. Da müssen wir natürlich einmal reinschauen, was uns da geboten wird. So, das habe ich da versteckt, Fotos, und da unten haben wir es. Unser Video, wir schauen uns einfach mal an, wie das Resultat hier geworden ist. Die Schrift wird schön eingeblendet, die Überblendung ist da. Und wie ihr seht, im Hintergrund die Musik kann man jetzt nicht hören. Jetzt kann man sie hören. Und ich würde an dieser Stelle sagen, das Avid Studio hat auf jeden Fall seinen Dienst getan. Wir hoffen natürlich, dass in Zukunft noch weitere Effekte und weitere Features eingebaut werden. Die Basis ist wirklich solide und, wie gesagt, auch für Nutzer der ersten iPad-Generation vollständig zu gebrauchen.